Es wird halt gar nicht gekühlt, ne? Der nimmt doch irgendwo voll die Zündung weg. Serie machen die das so bei 60 bis 70 Grad ungefähr. Mit dem Ladeluftkühler zusammen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass da nochmal gut was gehen sollte, ne? Bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den BMW E46 Kompakt. Wir haben ja den Ladeluftkühler eingebaut und ja, ich habe ja gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare. Wollt ihr, dass wir einfach vorher die Messung machen? Damit wir sehen, hat der Ladeluftkühler was gebracht? Kann ja sein, dass wir so viel an Leistung verlieren, dass sich das Ganze vielleicht doch nicht lohnt. Und es war echt 50-50 und die eine Stimme, die gefehlt hat, die hat mit dir gesagt. Mit dir meinte, lass das Feuer probieren. Und das machen wir jetzt auch. Ich war jetzt noch mit dir. Wir werden einfach eine schnelle Messung machen und einfach mal schauen. Weil wenn das Ganze nichts bringt und ich sag mal, wir haben ja 275 PS, 355 Newton. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, 260 PS haben, also wenn es im schlimmsten Fall 260 PS haben, dann kommt es natürlich darauf an, wie sind die Ansaugtemperaturen? Sind die sehr hoch oder sind die sehr gut? Mit der Software geht natürlich hier auch noch einiges. Bis gleich. Angekommen bei mir hier. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's dir mit dir? Ja, gut. Ich hab das schon alles zugemacht, weil ich habe vergessen, dass du kommst. Ach, hör auf. Ja. Echt jetzt? Ja, wie kurz davor noch gesprochen, hab ich trotzdem vergessen. Ja, das war, ich kann ja was zurück. Wir aufmachen, dann baue ich die Auspuffanlage doch erst ein. Hä? Nein, wir machen das. Ja, hallo. So Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr mich seht. Das Geile ist, meine Kamera ist kaputt gegangen. Zum zweiten Mal. Ich habe diese Kamera zum zweiten Mal gekauft. Ja. Und die ist nicht billig. Ja, und die ist jetzt nochmal kaputt gegangen. Das heißt, ich sehe nichts. Am Display sehe ich gar nichts. Er macht Geräusche, dass er aufnimmt. Ob er aufnimmt, keine Ahnung. Das ist ja das Geilste. Oh, was hat er für schöne Socken? Nee, das ist das. Natürlich, das, was ich will, gibt es nicht. Klassik. Dann nehmen wir Klassik. Ich bin auch gespannt, was der mit dir sagt. Ich habe jetzt gerade ein, zweimal gedrückt. Ich kann euch nicht sagen, ob wir mehr Leistung haben oder weniger Leistung haben. Ob der Druck mehr ist, weniger ist. Druckverlust wird er auf jeden Fall haben. Aber wie viel? Das ist die Frage. Was mir nur aufgefallen ist, sobald ich einmal Gas drücke und loslasse und dann nochmal beschleunigen möchte, ja, Kompressorloch in dem Fall, das ist schon, das habe ich gemerkt, ja. Aber der Weg ist ja auch länger als vorher. Ach, der telefoniert noch. Ich bin heute einfach neutral wie die Schweiz. Wenn es gut ist, ist es gut. Wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Aber was ich weiß, egal was passiert, ich werde diesen Ladeluftkühler nicht mehr rausholen. Der bleibt. Der bleibt für immer und ewig da drinnen. Die Arbeit tue ich mir nicht nochmal an. Boah, hier ist kalt. Prost. Ist der durch? Ich soll jetzt was dazu sagen. Ne? Ja. Der beste Spruch, der immer passt, nicht schön, aber selten. Nee. Aber ich sage immer, das muss nicht schön sein, das muss funktionieren. Ja. Und es gibt hier meiner Erfahrung nach immer so viele Autos, die wirklich so schön sind und dass alles so schön umgebaut ist und das ist eigentlich schon zu schade, den Motor zu starten, aber funktionieren tut das dann meistens nicht. Ja, aber ich will jetzt auch nicht, dass du jetzt auch hier sagst, das sieht nicht gut aus und es funktioniert dann nicht, dann ist doppelt gemoppelt. So. Natürlich kann ich auch nicht schweißen, du weißt ja. Beim Profi, aber du bist doch halt kein Schweißer. Ich bin kein Schweißer, genau. Ja, sieht doch. Deswegen, ich habe sogar dich nach Tipps gefragt und du hast mir sogar noch Tipps gegeben. Jonas macht das, macht dies, macht das. Ja. Ja, aber es ist alles drin. Der Ladeluftkühler sitzt. Er sitzt sogar an einer Stelle, wo er ganz gut mit Luft beströmt wird. Ja, hoffe ich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was. Es soll jetzt einfach funktionieren. Wir wollen jetzt sehen, wie viel Ansaugtemperatur. Was meinst du so? Ansaugtemperatur, HG, Motorsport. Was sollte jetzt Optimalfall sein? 112 ist ja zu toppen. Wenn wir vorher 112 Grad hatten, haben wir jetzt zwischen 40 und 45. Das ist gut. Aber ihr merkt, ne, vom PS reden wir gar nicht mehr so. PS ist schon vorbei. Also wir haben jetzt hier ungefähr 20 Grad, werden wir hier in dem Raum haben gleich, ja, 20 Grad. Und ich denke, dass wir so 20 bis 25 Grad maximal über der Temperatur hier im Raum sein werden. Aber wir ändern ja wieso nichts. Hier ist unser Lüfter, den werden wir da machen. Wir kühlen den jetzt nicht mehr. Wir haben auch noch eine Geschichte, wir haben ein Update für den Prüfstand bekommen. Ich werde jetzt aber extra nochmal die alte Version, so wie wir vorher gemessen haben, dass wir das gleich
Ja. Also im Prinzip alles gleich machen wie vorher. Es würde mich jetzt enttäuschen, wenn wir jetzt 250 PS hätten. Da müsste man gucken, wieso das so ist. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen auch gleichzeitig nochmal das Lambda-Tool rein, weil es so ein bisschen die Befürchtung gab, dass Luftmassenmesser und so weiter am Ende ist. Das kann auch durchaus sein. Luftmasse, die er nicht messen konnte, dann auch im Prinzip kein Gemisch mehr berechnen konnte. Deshalb werden wir nochmal eine Lambda-Sonde reinstecken. Das geht schnell. Ich gucke wieder die Ansaugtemperatur. Stunde der Wahrheit, sage ich, ne? Es kann jetzt sein, dass die Wege halt nicht gut sind, zu lang sind. Ich weiß es nicht. Ach, das mach dir darum keine Sorgen. 2 Meter Weg? Ja, vor allem, wie viele Liter sind das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber 25 Liter passen da bestimmt rein, ja? Locker. Bis hier oben hin. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, das heißt, also hoffentlich Sinn. Sieht man ja auch, dass du kannst jetzt viel höher drehen, ne? Ne, das war, guck mal, wir haben hier beim letzten Mal auch höher gedreht, da hatte ich ja beim ersten Mal Schiss, weil er da anfängt zu fauchen. Ah, okay. Und das ist ja wegen der Abgasanlage. Ja. Und da haben wir auch einmal höher gedreht und das war diese Messung. Ja. Die geht jetzt gleich hoch, siehst du das? Ah, okay. Und, ja, aber du siehst auch, dass diese auch stärker ist. Also die ist auch stärker, also untenrum vor allem. Ja, aber Auspuffanlage ist ja dicht. Ne? Ist ja das immer noch kann so. Jetzt aber auch möglicherweise daran liegen, an dem Ladeluftkühler, dass er das schlechter untenrum füllen kann. Ja? Also es ist ja im Prinzip nichts anderes geändert. Ne? Ja, nee, nur Ladeluftkühler. Wir haben jetzt 30 Grad gehabt, ne? Ansaugtemperatur. Ja. Das war ja schon krass. Genau, also das ist ja auch ein echt großer Kühler, ja. Der für deutlich mehr Leistung eigentlich gemacht ist. Ne? Ja, ich weiß. Aber was man jetzt auf jeden Fall schon sieht, ist, dass anscheinend die Kurve, die ist ja schon wesentlich sauberer. Guck mal, die viel ist jetzt viel glatter. Und hier, das war ja oben rum, wo der so angefangen hat zu fauchen, da fing der ja schon an. Das war jetzt die vordere, ne, Messung? Genau, also die lilane Kurve und die schwarze hier, das ist die vorherige und die blaue und die rote ist heute. Also die zuppelige ist die ältere. Krass. Aber weniger Leistung. Weil er halt, dann heißt das, dass hier schon Zündung weggenommen wurde. Heißt aber die Spitzenwerte als solches,
unterscheiden sich gar nicht so heftig. Guck mal, 347 Newtonmeter, 355 war vorher, ja, und jetzt haben wir 342. Okay, das ist jetzt zu dieser Messung hier sind es 5 Newtonmeter Unterschied und zu der anderen sind es halt eben also ungefähr 12 Newtonmeter. Ja. Aber deshalb sage ich auch immer, die Spitzenwerte sind gar nicht so wichtig, weil hier kann man es jetzt ein bisschen besser sehen, finde ich. Ja. Man sieht, dass hier untenrum schon ein Unterschied ist. Ne? Gleichzeitig, die Messungen hier drin waren jetzt 23 Grad. Das heißt, du musst ja immer die Differenz sehen, wären jetzt, genau, jetzt so ungefähr 7 Grad gewesen. Ja? Genau. 7 Grad Unterschied. Ja, und dann hatten wir noch ein Thema, das mit dem Lambda. Genau, das habe ich jetzt nicht. Du hast das hier gemacht. Ja, man sieht jetzt am Anfang, wenn du das, ich habe das ja aufgenommen, wenn du es jetzt reinschneidest, am Anfang sieht man, dass der halt Lambda 2 oder so. Das, ja, ist natürlich Quatsch, das ist einfach nur, weil die Absauganlage so, ja, viel Luft da durchsaugt. Ja. Aber unter Volllast lief der sogar teilweise für meinen Geschmack ein bisschen fett, also Lambda 069. Okay. Das ist ein bisschen fett, also mit ein bisschen magerem Gemisch wird da auch noch ein bisschen was an Leistung rauskommen. Aber immerhin zum Drehzahlende waren wir immer noch, ich weiß nicht mehr genau, ich meine irgendwo im 7er, 0,75 Bereich. Eigentlich immer noch zu fett. Also der hat auf keinen Fall abgemagert. Okay. Das heißt natürlich jetzt trotzdem nicht, dass der Luftmassenmesser zu Ende sein kann, wenn das jetzt gerade so an der Grenze ist. Mhm. Und der jetzt eigentlich zu fett abgestimmt war, sage ich mal. Oder ich sage jetzt zu fett, vielleicht war das ja so gewollt. Und wir 0,69 hätten, ja, als Beispiel, und der misst schon einen Teil der Luftmasse nicht, der wird obenrum ein bisschen magerer, also er ist im mittleren Drehzahlbereich fetter als obenrum. Ja. Aber immer noch deutlich im Rahmen, also da ist jetzt, der läuft nicht zu mager oder sowas, ja, also das passt auf jeden Fall alles. Daher will ich mir jetzt erstmal keine Sorgen drum machen, dass da irgendwas kaputt geht oder was weiß ich, ne. Also nur 287 PS, aber auch nur. Noch ein bisschen weiter. Ja, du hast 6300, ich hatte 6250. Okay. Wir waren vielleicht gerade ein bisschen eilig, wenn wir erst vergessen, den Lüfter anzumachen. Und ja, dann war und dann der noch nicht gedrückt, ne? Der war nicht auf voller Drehzahl. Hatten wir jetzt auch gerade 33 oder 34 Grad. 34 ist doch Hammer. Ja, sicher. Guck mal, jetzt haben wir die Messung war bei 25 Grad hier. Das heißt also, wir hatten jetzt 9 Grad Differenz ungefähr, sag ich mal. Ja. Man sieht auch, dass der dann runtergeht, ne? Genau, 287 PS. Noch was ich gerade gesehen habe, du hast ja die Luftmasse da angezeigt, der hat das Limit nicht erreicht, ja. 1000 hat er nicht erreicht? Ne, 944 oder so habe ich gesehen. Ja, muss man sich nochmal angucken auf dem Video. Aber ich habe ihn noch nicht ganz durchgedrückt, vielleicht deswegen. Wir machen jetzt folgendes, wir werden den Luftmassenmesser einmal sauber machen. Alter, ihr seht diesen Schmutz hier. Der wird ja, glaube ich, nicht rausschmeißen, weil die Luftmasse war ja plausibel, ne? Ist ja jetzt nicht, nee, Luftmassenmesser schmeißt er immer als Fehler aus. Ja? Der schmeißt er immer als Fehler aus. Was für ein Fehler? Hier, können wir doch gucken, direkt. Oder können wir doch direkt gucken. Der schmeißt immer das Gleiche. Komisch, obwohl der funktioniert, ne? Ja, Landersonden und so zeigt er mir auch an. So, wir werden den jetzt kurz sauber machen und dann schauen wir gleich. Luftmassenmesser sauber gemacht. Wir haben den Luftfilter rausgelassen, weil wir haben irgendwie das Gefühl, da kommt auch nichts rein. Wir haben diesen Versuch gemacht, also wir haben ja durchgepustet, cool, und wie man auf der anderen Seite fühlt, da kommt echt kaum was durch, ja. Das, ja, kann man jetzt natürlich schlecht zeigen, ja, aber... Guck mal, viel zu wenig. Man hört schon, ne? Ja, ja, komm, mach mal von uns. Weil von da zieht er ja, nee, der macht ja von hier eigentlich. Er zieht ja von da Luft. Überall, ist ja überall ist Filterfläche, ne? Also eigentlich macht es gar nichts. Guck mal, er ist gar nichts. Das kann man doch gar nicht ziehen, ne? Nee. Boah, ich bin jetzt gespannt. So, wir werden jetzt ohne Luftfilter, weil ihr wisst ja, normalerweise ohne Luftfilter verlieren wir an Leistung eigentlich, ne? Wie viel Luftmasse war? 1034. Also geht doch höher als 1000.
30. Ja, da sind wir auch nicht am Ende, ja. Ja. Die Messung ist ja ziemlich ähnlich jetzt, ne? Also das ist ja fast das Gleiche. Guck mal, jetzt hier sind 216 PS und hier sind 219, also das ist relativ was wird 216, ähnlich. Und du, 219? Ja, jetzt hier in der Mitte. Was zeigst du mir da? Hier ist der Unterschied. Zeig mal Schluss hier, ja. Und hier siehst du, hier drehe ich höher und er steigt weiterhin, ne? Und ja, daher haben wir jetzt, beim ersten Mal hier zu vorsichtig. Ja, das war Begrenzer jetzt, hast du gehört? Ja. Das war das erste Mal heute Begrenzer. Aber, ja, das alles geil. Hat jetzt nicht so mit dem Luft, also das hätte mehr, ich hätte gedacht, es bringt mehr mit dem Luftfilter. Ja, aber ich glaube, wir haben nichts. Aber ist doch egal, wir haben Luft nach oben. Ich finde es auch schöner. Ich sag, der schmeißt ja immer wieder diesen Fehler rein. Also. Ja, das ist natürlich auch scheiße, ne? Wenn das halt nicht alles richtig, nicht 100% funktioniert, aber auf jeden Fall kommt da ein bisschen Leistung raus. Ja. Ne? Und was man jetzt auf jeden Fall deutlich sieht, dass er auch ganz anders läuft als vorher. Ne? Also wenn man das jetzt nochmal aufmacht hier. Das war ja übrigens unsere allererste Messung mit dem kleinen Riemenscheibe hier nochmal als Vergleich. Und das war jetzt hier unsere Messung. Die Wellen. Diese Wellen, also jetzt wissen wir ja, warum diese Wellen gekommen sind. Es war nicht wegen dem Auspuff, es war wegen der Zündung. Er hat Zündung weggenommen. Ja, klar. Hier Zündung weggenommen, weil die hatten wir ja schon 100 Grad gehabt. Ja, klar, logisch. Und hier das siehst du ja mit unserem Ladeluftkühler. Das wird auf jeden Fall der Hintergrund sein. Ja, jetzt wird er nicht aus heiterem Himmel, nur weil die Luft 5 Grad weniger hat, plötzlich mehr Leistung rauskommen, sondern der macht dann auch mehr Zündung. Ne? Also, halten wir mal fest mit dir. Unser Ladeluftkühler hat 20 PS mehr gebracht. Kann man so sagen, ja. Ja. Fast. Ich habe ja gar nicht den Druckverlust gemessen. Interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt. Hm. Wollte ich nicht. Es sei denn, wir hätten jetzt 250 PS, dann hätte ich gesagt, okay. Da muss man suchen, ja. Und das Geile kommt jetzt noch. Diese Dichtung, der am Kompressor ist, ich habe die Dichtung nicht erneuert, weil ich keine hatte. Ich habe da diese kleine Stelle abgedichtet und während der Fahrt höre ich, was rauszischt. Das heißt, von dort werden wir auch noch ein bisschen an Leistung verlieren. Das kommt auch noch dazu. Ja, ich bin happy. Ja. Weißt du, warum ich happy bin? Weil jeder gesagt hat, Lade- und Luftkühler bringt nichts bei Kompressor. Bringt nichts. Und wir haben hier den Beweis, das ist funktioniert. Hast du mal T-Shirt gesehen hier? Ja, das ist mir aufgefallen. Also ich finde, das passt auch ganz gut zusammen. Oder? Ja, du bist ja so ein kleiner Tüftler, der... Will ich auch. Bitte, ja. Mal beim Duden anrufen, dass sie das dort aufnehmen. Ja, sollen die aber. Die haben das falsch geschrieben. Was machst du da? Nix. Sollst du einen Auspuff schweißen? Für Fuzzi. Hat er dich wieder mal gerufen? Ja, ja. Er meinte, er hat zu viel Gegendruck. Okay. Und ich habe halt dafür was getan hier. Oh ja. Ja. Ey. Wer schneidet das Video? Ja, sag ihm, er soll mich anonym machen. Okay. Okay. Bis dann. Ciao. Alles klar. Ciao.